Moin Moin und willkommen zu meiner Workflow-Serie. In dieser Serie beschreibe ich ausführlich, wie meine Videos auf YouTube kommen. Das bedeutet also, alle möglichen Programme und so weiter werden hier im Detail vorgestellt. Beim letzten Mal hatten wir DxStory und heute geht es dann weiter mit Virtual Audio Cable. Und wofür das ist, ist eigentlich relativ zügig erklärt. Wenn ihr irgendwelche Aufnahmen macht mit DxStory und ihr stellt im Großen und Ganzen nur die Standardwerte ein, beziehungsweise beim Audio-Settings die Standardwerte, und ihr nehmt eine hervorragende Szene auf, und aber gleichzeitig schreit euer Kumpel aus irgendwelchen Gründen ins Mikro, während ihr mit ihm im Skype oder im Teamspeak hängt, dann ist natürlich die ganze Szene rein audiotechnisch ruiniert und ihr müsst dann entweder keinen Sound in das Video reinnehmen oder dementsprechend halt die Szenen in die Tonne schmeißen, weil ihr die nicht für YouTube nehmen könnt. Ja, oder letztendlich auch mit der Schreierei leben, aber das will ja keiner. Also gibt es dafür auch schicke Programme und in diesem Falle ist das Virtual Audio Cable. Für den Rest des Videos ist es wirklich kurz wichtig zu begreifen, was Virtual Audio Cable eigentlich macht. Der Name suggeriert ja, dass es irgendwas mit virtuellen Kabeln zu tun haben muss. Und eigentlich genau das macht Virtual Cable auch. Es generiert zwei virtuelle Audiokabel bzw. beliebig viele virtuelle Audiokabel. Und diese Kabel kann man quasi mit Programmen und Audioquellen verknüpfen. Das heißt, man hat natürlich einmal die eigene Soundkarte, man hat ein Mikro, und dementsprechend halt die Programme, die darauf zugreifen, einmal natürlich das Spiel und dann das Betriebssystem und natürlich auch zum Beispiel Teamspeak oder Skype. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass zwischen den einzelnen Programmen, also jetzt nun virtuelle Audiokabel liegen, könnte man auf die Idee kommen, dass man diese Audiokabel einzeln anzapfen kann. Das heißt, man kann die einzelnen Audio-Streams von den Soundkabeln abzapfen und sozusagen in sein Recording-Programm einspeisen und daraus einzelne Tonspuren machen. Das Ganze klingt ziemlich kompliziert, aber deshalb zeige ich euch das Ganze jetzt auch nochmal, wie man das einrichtet, und dann versteht ihr das vielleicht auch. Ansonsten kann man das natürlich auch einfach so einstellen, wie ich es jetzt gleich zeigen werde. Das muss man auch nicht unbedingt verstehen, ist aber hilfreich, wenn man vielleicht mal irgendwann noch andere Dinge machen möchte. Damit könnte man zum Beispiel Musik abspielen, die man zum Beispiel nur selber hören kann, die aber zum Beispiel in einem Livestream nicht zu hören ist. All das wäre natürlich theoretisch möglich. Man kann also ziemlich viel rumtricksen, wenn man das einmal verstanden hat, wie das Programm funktioniert. Des Weiteren lassen sich natürlich auch hinterher die einzelnen Audio-Streams einzeln bearbeiten. Wie das ganz genau funktioniert und wie man die einzelnen Audio-Streams hinterher aus der Datei wieder rausbekommt, beziehungsweise wie man die einzelnen Audio-Streams überhaupt aufnimmt, zeige ich euch am Ende von diesem Video. Wie ihr jetzt seht, sind wir jetzt hier auf meinem Desktop und wir möchten gerne Virtual Audio Cable einrichten. Wie ihr das Programm bekommt, das findet ihr in der Beschreibung, da ist ein Link. Das Programm ist natürlich übrigens keine Freeware, dafür muss man ein bisschen was bezahlen, aber das Ganze lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr das Programm installiert habt und beachtet dabei bitte eure Bit-Variante. Es gibt einmal eine 32 und einmal eine 64-Bit-Variante und installiert dann dementsprechend die Variante, die auch eurem Betriebssystem entspricht. Und habt ihr das dann installiert, dann seht ihr so eine Ordnerstruktur hier vor euch. Einmal diese VCTTL-Blablabla-Exe und das müsst ihr als erstes ausführen. Bedenkt aber, dass ihr diese Exe hier als Administrator ausführen müsst. Im Großen und Ganzen müsst ihr hier drin überhaupt gar nicht viel machen. Ihr müsst eigentlich nur euch zwei Audiokabel einrichten für den Zweck, dass ihr halt dementsprechend den Audio-Stream an eurem Recording-Programm vorbeileitet. Diesen Prozess müsst ihr übrigens nur einmal machen, denn habt ihr es einmal gemacht, dann habt ihr die beiden virtuellen Audiokabel unten in euren Sound-Settings drin und habt dementsprechend alles eingestellt erstmal. Nun müssen wir irgendwie die beiden virtuellen Audiokabel ja auch noch mit den Programmen bzw. mit den Audioquellen verbinden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dafür ist diese Audio-Repeater-Exe da. Die klickt ihr einfach mal doppelt und hier stellen wir auch nicht allzu viel ein. Hier stellen wir einmal ein, dass wir dementsprechend hier die Line 1 nehmen. Das ist unser Audiokabel und das stecken wir quasi in unser Headset ein. Und dann stellen wir noch diesen Buffer ein, einmal auf 100 und einmal hier noch auf 5. Dann klicken wir OK und das Ganze läuft sofort. Jetzt können wir diese Exe hier schließen, also minimieren, nicht schließen. Dann öffnen wir das Ganze noch einmal. Wir öffnen also quasi eine zweite Instanz. Dort stellen wir fast alles genauso ein, nur diesmal stellen wir hier Line 2 ein und verknüpfen die mit unserem Headset. Dann wieder 100, wieder 5, wieder OK und ihr könnt das Ganze wieder minimieren. Das müsst ihr übrigens bei jedem Systemstart machen. Das heißt, am besten packt ihr euch da irgendwo eine Verknüpfung irgendwo hin und startet das einfach nach einem Systemstart zweimal, stellt alles ein, klickt auf OK und dann ist gut.
Nun müssen wir dafür sorgen, dass dann hinterher auch das Spiel und das Teamspeak letztendlich auch das erste und zweite virtuelle Audiokabel benutzen, damit wir es hinterher einzeln abgreifen können. Dafür stellen wir als allererstes das Betriebssystem auf das erste Audiokabel um. Das macht man einfach mit dem Rechtsklick hier unten auf den kleinen Lautsprecher. Dann klickt man hier auf Line 1 und drückt auf Standard übernehmen. Und dann benutzt auch schon das Betriebssystem, das erste virtuelle Audiokabel und das können wir dann hinterher einzeln abgreifen. Wie das Ganze hinterher genau funktioniert, seht ihr gleich noch. Okay, ansonsten öffnen wir jetzt hier noch das Teamspeak, gehen in die Option rein, klicken auf Wiedergabeoption und klicken hier allerdings nicht auf Line 1, sondern auf Line 2. Was das Ganze soll, seht ihr gleich im nächsten Schritt. Durch das eben gesehene Umleiten mit den Audio-Repeatern hört ihr jetzt weiterhin eure Kumpels und ihr könnt auch weiterhin das Spiel hören, nur wird jetzt sozusagen der Sound einmal umgeleitet. Ab sofort könntet ihr jetzt quasi aufnehmen und dementsprechend das Gequatsche vom Teamspeak wäre nun nicht mehr in der Datei drin. Das heißt, ihr habt absolut jungfräuliche Dateien und könnt diese ohne irgendwelche Gequatsche auch auf YouTube veröffentlichen und alles schön und gut. Aber für den erweiterten Anwender, so sage ich es einfach mal, ist es jetzt noch sehr, sehr reizvoll, dass ihr eventuell entscheiden könnt, ob ihr Teamspeak in der Datei haben wollt oder nicht. Dazu bietet die Xtory hervorragende Möglichkeiten, nämlich hier lassen sich doch einige Audiospuren anlegen. Und das seht ihr in dieser Übersicht. Im letzten Video habe ich diesen Teil teilweise übersprungen und das möchte ich jetzt in diesem Video hier nochmal nachholen. Hier seht ihr bei mir 4 verschiedene Audio-Streams. Und hier könnt ihr einfach einzeln einstellen, welches Gerät in welche Spur rein soll. Und ihr seht als erstes das Line 1, also quasi nur das Spiel. Auf Line 2 seht ihr hier das Teamspeak und auf Line 3 sozusagen mein ganz normales Headset, also alles das, was ihr hört im Großen und Ganzen. Und in der 4. Spur ist noch mein Mikrofon drin. Beachtet bei dem Einstellen hierbei die Reihenfolge, in der ihr die Audiospuren anlegt. Das könnte eventuell einige Konsequenzen für euch haben. Nichts wirklich Entscheidendes, aber definitiv was Bequemes. Verwendet ihr also meistens irgendwelche Audiospuren, wo ihr keinen TS drin haben wollt, macht es Sinn, die Audiospur nach vorne zu legen, die auch ohne TS ist. Habt ihr aber allerdings dann irgendwelche Wünsche, ihr wollt immer gerne das TS drin haben, aber nur gelegentlich halt ohne, macht es Sinn, dass ihr dementsprechend die Line 1 nach hinten sortiert. Nochmal zur Erklärung, Line 1 ist die Spur ohne TS, Line 2 ist die Spur nur mit TS, ohne alles andere. Die 3. Spur ist quasi alles drin, das heißt euer Spiel und das TS und in der 4. Spur, wie es der Name schon sagt, ist nur das Mikrofon. Das war es schon im Großen und Ganzen, mehr müsst ihr nicht machen. Und wie ihr jetzt die einzelnen Spuren aus der Datei rausholt, das zeige ich euch jetzt. Habt ihr nun eine Runde gezockt und habt auch schön aufgenommen, befinden sich nun in der Datei, die da gebildet wurde, nun die 4 Audiospuren, die wir eben eingestellt haben. Wenn ihr jetzt nun doppelklickt und einfach die Datei mit dem Media Player abspielt, ist also die erste Audiospur, die wir eingestellt haben, sozusagen ganz oben. Also ist die Datei in diesem Moment ohne TS. Möchten wir aber zum Beispiel irgendein Gameplay auf YouTube bringen, was dementsprechend mit TS gemacht wurde, wie zum Beispiel meine Be a Wingman-Serie, ist es natürlich hinterher zum Bearbeiten notwendig, dass ihr die Audiospuren da rauszieht. Insbesondere wenn ihr die Dateien rendern solltet, dann gehen natürlich die zusätzlichen Audiospuren, die sich im Hintergrund befinden, verloren. Also müsst ihr die vorher rausziehen. Das ist relativ einfach, ihr geht einfach auf die Datei, Rechtsklick und dann müsste durch die Installation von DXstory sich dort ein Extract Audio Stream befinden. Klickt da drauf, dann dauert es ein Weilchen, je nach Länge der Datei auch schon mal ein bisschen länger und dann ziehen sich dort die einzelnen Audiospuren raus. Die werden als Wave-Datei einfach nur neben eure Videodatei gelegt und gut ist, dann habt ihr die zum Verwenden bereit. Wie man diese einzelnen Audiospuren weiterverarbeiten kann, zeige ich euch in späteren Videos noch ein bisschen präziser. Im Grunde lassen sich diese nun einzeln in das Videobearbeitungsprogramm reinziehen und auch dementsprechend leiser, lauter stellen. Ihr könntet theoretisch halt auch einzelne Abschnitte rausschneiden. Zum Beispiel, wenn ihr irgendeinen Mist gelabert habt, das wollt ihr aber nicht in dem Video drin haben, könntet ihr also einen Teil von eurer Mikrofonspur wegschneiden und das wäre dann also aus dem Video raus. Das bietet alles die Xtory bzw. diese einzelnen Audiospuren. Das war es für dieses Video. Ich hoffe, es war für euch sehr aufschlussreich. Im nächsten Video mache ich einfach mal weiter mit dem Programm Audacity. Dort kann man dann noch
seine Commentaries aufnehmen, kann diese auch bearbeiten. Das dürfte auch sicherlich für den einen oder anderen interessant sein. Bis dann, man sieht sich. Ciao, ciao.